Ich weiß nicht, wie lange die Folge jetzt ging. Die letzte, vielleicht ging die auch gar nicht so lange, vielleicht. Aber ich sag mal so, vielleicht in der letzten Folge ist vielleicht nicht so viel passiert, wie man es normalerweise vielleicht gewohnt ist. Deswegen, dafür muss ich mich schon mal entschuldigen. Vielleicht war ich auch einfach ein bisschen blind gewesen die ganze Zeit, aber wer rechnet in so einem Spiel, dass man auf einmal so ein komplizierteres Rätsel bekommt? Das war jetzt nicht wirklich so kompliziert, aber. Na, normalerweise ist es ein, renn mal hier rum, baller mal jemanden ab und zur Not schleich mal ein bisschen, aber sonst. Normalerweise hat man hier nicht so komplizierte Rätsel, ne? Ist man ja nicht gewohnt. Aber zum Glück kann man sich dann darauf einstellen. So. Genug entschuldigt für jetzt. Auch wenn ich hier vielleicht ein paar beleidigt habe. Jo, und einige gesagt haben, dass sie stinken. Vielleicht stinken sie ja trotzdem. So. Gut, wir müssen theoretisch, unser Hauptziel ist zum Theater. Guck mal eben ganz kurz hier auf die Karte. Wir haben ja noch einen Unterschlupf. Da möchte ich auf jeden Fall erstmal vorher noch hin. Okay, die Karte ist auf jeden Fall noch ein bisschen größer. Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. So, im Diner waren wir gewesen, da können wir nicht reingucken. Da sieht hier ein bisschen aus wie das erste Kapitel, ne, wo wir auch gewesen sind. Du. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich. Ich muss halt mal gucken, wie lange das ging. Da, wo ich rumgeturnt bin, also die ganze Zeit, wo ich das nicht gefunden habe. Vielleicht gehe ich auch irgendwann hin und habe das ein bisschen schneller laufen lassen. Vielleicht habt ihr gar nicht so viel davon mitbekommen. Und ich habe eigentlich gar keinen beleidigt. Und alle sind voll cool. Alter, wir haben den vom Marathon hier. Ich schaffe den Marathon. Ich übe hier für diesen Marathon. Ja. Marathonlauf. Ich bin der Marathonläufer. Was ist, wenn ich jetzt einem gezielten Headshot gebe? Fällt der dann um und alle anderen verbrennen? Hey, und. Scheiße. Noch kommen! So. Renn auch mal rein. Toll, wie viel Muni ich jetzt dafür verbannt habe. Die gute auch noch. Ich hab da mal Molotow-Cocktail. Wie war das gewesen? Ne, wie war das? Mit E? Ich hab die Taste vergessen. Man konnte sich irgendwie ranschleichen an dem, sobald da ein rotes Symbol war. Ja, toll. Sobald da ein rotes Symbol war, konnte man sich ranschleichen. Ich weiß die Taste leider nicht mehr. Toll. War das die Leertaste gewesen? Ich weiß. Naja, vielleicht habe ich das auch irgendwie einfach rausgeschnitten. Werdet ihr ja dann sehen, ob ihr eine ganze Folge habt, wo ich nur die nettesten Sachen über Leute erzähle. Nee, aber hier ist nichts wirklich Schlimmes bei, falls ihr das nicht gesehen habt, ne? Aber dann habe ich mich über die ein oder andere Sache halt ein bisschen aufgeregt. So, genug entschuldigt, wie gesagt. Guck mal hier rein. Du. Oh, Kisten. Oh, Kisten. Oh, Kisten. Ich suche immer noch die eine Plattform, wo wir gestartet sind. Theoretisch müsste man die ja von hier aus aussehen. Aber naja, ich sehe sie irgendwie nicht. Ich guck gerade, ob oben irgendwo vielleicht eine Statue rumsteht, die man vielleicht abknallt. Das ist ein Vogel, ne? Das ist auch ein Vogel. Die man vielleicht abknallen könnte, dass ein Schlüssel runterfällt. Gab's ja auch schon mal. Lolo. Hallo? Tüdelüt. Tüdelüt.
Was? Devil's Own Tap Room? Was ist denn das? Okay. Oh nein, ich will eine Jukebox. Ich will hier nicht hin. Ich will hier nicht sein. Oh ne. Ich werde mit Flaschen zugeworfen. Kein gutes Zeichen. Tagebuch des Wirts. Der letzte Eintrag in diesem abgegriffenen Tagebuch. Im Taproom ist einiges los. Die Geschäfte laufen. Derzeit kommen Massen neuer Leute nach Union und alle haben Durst. Wenn das so weitergeht, kann ich es mir endlich leisten, Fassbier auszuschenken. Wie macht man hier nochmal die Bilder so? Pete beschwert sich über die Massen, aber ich sage, je mehr, desto besser. Er war immer ein übellauniger Typ, aber in letzter Zeit verhält er sich noch komischer. Er sitzt an seinem Stammplatz, guckt neue Gäste schräg an und murmelt vor sich hin. Ich würde ihn hier rausschmeißen, aber er ist mein bester Kunde. Okay. So, was haben wir hier Feines? Warum werden wir hier mit Flaschen zugeworfen? Na gut, wir sind in der Bar. Aber trotzdem. So, was haben wir hier? Was ist denn das? Nein. Hier kommt wieder ein Kappes. Lass mich raten, wir haben ein Minispiel. Oder irgendetwas. Was haben wir da? Eine Sicherung? So, hier passiert irgendwas mit. Hallo? Hä? Wie jetzt? Kommt gar nichts? Nichts? Damit hätte ich es nicht gerechnet. Vielleicht kommen wir da später hin, wenn wir aus dem Theater kommen oder so. Vielleicht müssen wir dann hier nochmal durch. Okay, passiert davon nichts. Gut. Hier vorne ist bestimmt auch nichts Neues passiert, ne? Flackerndes Licht. Wände absorbieren. Absondern, grünen Schleim. Eine Jukebox. Bei denen aber überhaupt nichts. Ich gehe mal davon aus, hier werden wir später noch hinkommen. Genau wie damals in die, im Besucherzentrum konnten wir ja am Anfang auch erstmal nichts machen. Lululu, ich nehme eine Spritze. So. Oh, da haben wir einen da drin. Hallo? Nimmst du mal mit? Hallo? Sebastian? Dankeschön. So, eine Kiste. Kisten? Na komm. Eine hängt doch am Gartenzaun. Ja, schauen, da hängt einer am Gartenzaun. Jo, da können wir nicht reingucken. Wir haben hier noch so Fässer. Die könnte man, beziehungsweise ein Fass, dann könnte man theoretisch ja verwenden, um die da vorne mal wegzuräumen. Ich würde die da vorne schon mal gerne wegräumen. Wir sind denn da? Was haben wir denn hier drin? Ja, wir hauen jetzt mal die ganzen Dinger kaputt. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch Schlüssel finden. Wow, ja, das hat sich ja gelohnt. Voll. Na toll. Bedeutet, wir könnten einfach mal eine kurze Runde fighten. Das kriege ich ja auch nicht von da weggelockt, ne? Ich möchte euch gerne von da weggelockt bekommen. Hey du!
15 Schuss. Oh Gott. Oh. Warte. So, kommen wir bis hinten irgendwo hin? Hey du! Scheiße. Juhu! Ich bin hier drüben, komm mal her. Ich will jetzt endlich weg haben. Ich will da auch in das Haus rein, wo die vorsteht. Da kann man da garantiert reingehen. Na, toll. Na, hast du mich jetzt gesehen? Hä, wo kommt mit denn? Oh oh. Klappe. Sebastian, was machst du da? Wo muss ich mir die Hecke gerade angucken? Na, ja, der nächste bitte. Sag mal, kannst du mal eine Axt nehmen? Du sollst eine blöde Axt nehmen, du Vollidiot. Oh, du bist so ein Vollidiot, Sebastian. Ich hab keine Axt mehr, ich bin zu doof zum Hauen. Hat man nicht von noch ein paar Äxte? Oh, Moment. Nimm den Koffer! Boah, du bist so dumm. Du bist so scheiße dumm einfach nur. Boah, bist du dumm. Boah, jetzt kommt wieder irgendwo eine Kappe. Ist ja auch eine... Oh, ich muss eine Aufnahmepause machen. Das ist ja doof. Warum frustriert das Spiel einen auf einmal so? Das war doch mal gut. Oh, gammel ich jetzt schon wieder rum. Oh mein Gott. Weh, die gammeln hier vorne wieder noch alle rum. Ach, leck mich doch am Arsch. Entschuldigung, aber ist doch wahr. Ey, das ist doch die größte Scheiße. Boah, ja, hier. Oh nein, bist kaputt. Das ist ja toll. Kannst du doch in die Flammen rein? Nein, nein, hier. Oh, tot. Ey. So. Wieso gebe ich noch einmal 3 Headshots mit dem Ding? Verstehe ich nicht. Vom treffe ich noch, aber ich muss mich aufregen. Entschuldigung. Ey. Boah. Ey, da drehe ich mich gerade echt auf. Wo machen die das denn so beschönt? Ja, ja, tot. Alle tot. Alle doof. So, was haben wir hier sonst noch? Mhm, aha. Eine Kiste, das ist ja interessant. Noch nie gesehen. Komm, wir mal den Auto holen. Boah, Sebastian, wenn du jetzt nicht einfach durchrennst, hau ich dich. Ich tritt dich dahin. Boah, ist der Spaten dumm. Oh, ich könnte mich mir eben ganz kurz heilen. Och nö, da brauche ich noch 3 Jahre für. Ich weiß auch nie, warum der Vogel keine Äxte mehr bei hatte. Der hat auf uns mal Äxte gehabt, oder nicht? Wir hatten vorhin Äxte doch aufgesammelt. Die haben wir doch gar nicht verbraten. Und haben wir die verbraten für irgendwas? Ich wüsste nicht, für was. Keine Ahnung. So, waren wir jetzt hier überall gewesen? Ich weiß es nicht. Habe ich hier alles eingesammelt? Keine Ahnung. Guck mal ganz kurz. Boah. Mhm. Beste Spiel 2017. Wie gesagt, das hat mir immer gefallen. Ne? Also, es ist ja nicht schlecht. Ja, Klappe. Gefällt mir immer noch besser als der erste Teil. Aber solche Sachen erinnern mich zu stark an den ersten Teil halt einfach. Mhm, ja, haben wir schon gelesen. Ne? Also, die erinnern mich wirklich einfach zu stark an den ersten Teil, die einfach irgendwie ein bisschen komisch sind oder mehr oder weniger sinnlos. Genau wie der eine Rätsel hier. Gut, dann habe ich vielleicht auch nicht. Hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser umgucken können. Ach, aber wir müssen aber drin, da sind wir gerade leer.
Oder wir fallen einfach irgendwo durch den Boden durch? Ich weiß nicht. Das ist momentan alles so ein bisschen komisch. Ich glaube, da gab es auch letztens einen Patch für, oder? Gab es für sie bis in den Patch? Ich habe auf jeden Fall für einige Spiele, die ich momentan am Spielen bin, einen Patch runtergeladen. Und zwar gar nicht mal so kleinen. Was ist denn da los? Matt? Da ist jemand in Schwierigkeiten. Nur, dann gehen wir das mal dahin. Haben wir mal was anderes zu tun. Ja, gucken wir uns nachher da hinten um. Oh oh. Rennen jetzt alle dahin? Verdammt, die machen ihn fertig. Komm ja schon. Überraschen. Überraschen? Hallo? Das ist eine Überraschung, was? Unter freiem Himmel, Missionsstart. Wird? Wird? Hallo? Gib meine Kappe sie um. Tut mir leid, ich würde dir gerne mehr helfen. So, tschüss. Sag mal, du sollst mal durchs Feuer rennen. Oh. Oh. Ach nein. Ja, okay. Sebastian, der Marathonsprinter. Bin hier drüben. Klappe. Lad doch nach. Oh, du bist so ein Spaten. Oh, du bist so dumm einfach nur, Sebastian. Du bist so unvorstellbar dumm. Aber von der... Oh Gott. Oh, die Waffe ist leer. Ich lade es mal nicht automatisch nach. So, tschüss. Lass du die Klappe halten, was habe ich gesagt? Alter. Alter, wenn du jetzt nochmal aufstehst. Schnauze. Boah. Ach komm, wo kommen die nur alle her? Sag mal, warst du nicht mal so ein Bingo-Typ im anderen Spiel? Deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Oh oh, wir haben einen Schuss. Wir haben einen verkackten Dreckschuss. Erik, wir kommen gleich. Ich meine, wie heißt du? Mobius irgendwas? Du heißt bestimmt nicht Erik. Komm gleich. Oh Moment, hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Ist aber unser 98-jähriger schneller Mann kann nicht so schnell rennen. Schnauze. 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 Komm, mach hin. Ja, ja, ich bin dabei. Ich trete gerade noch ein bisschen. Komm. Und weiter geht's. So. Zum Glück haben wir keinen Schock da drin. Wir haben nichts mehr. Wir haben keine Munition. Nichts. Ey, weh, du gibst uns nicht gleich ganz tolle Muni. Dürfe ich erstmal kurz aufsammeln? Ich hab mir den Arsch gerettet. Hätte nicht gedacht, dass jemand kommt. Sie sind aus dem Suchteam. Wie sind Sie hergekommen? Ich habe was gesucht. Was genau wäre das? Hier ist es gefährlich. In meinem Unterschlupf reden wir. Nach Ihnen. Na los! Ja, so kommt man vom Bingo-Typen zu Mobius. Ja. Jo. Genug coole Suppe eingesammelt. Keiner hat von euch Muni gedroppt. Warum denn auch? Also nur kann ich gleich im Unterschlupf ein bisschen was herstellen, hoffe ich mal. Ach doch, da hat einer drei Munition. Boah, drei Stück. Nicht zu viel. Ich gehe erstmal Muni herstellen. Ich renne dem Typen jetzt mal hinterher. Bevor ich mich hier weiter umgucke. Ich gucke. Oh, eine Spritze. Oh, eine Axt. Jetzt krieg ich die ganzen tollen Sachen. Jetzt, wo der Fight vorbei ist, ey. Wo bist du hingerannt? Bist du hier reingegangen? Ja, Moment, wo bist du denn hin?
Doch, du bist hier drin, ne? Ja, sieht gut aus. Oh, erstmal eine Tasse Kaffee hier drin. Hoffentlich hat er frischen Kaffee aufgesetzt.